20er Jahre Berlin, meine Damen und Herren. Die Damenwelt befreit sich von Reifröcken und Corsagen und von wilhelminischen Konventionen. Als 1919 der Acht-Stunden-Tag eingeführt wird, zieht ein bis dahin völlig unbekanntes Wort in den Brockhaus ein. Freizeit. Dieser neu gewonnenen Freizeit entstehen in Berlin der 20er Jahre unzählige Cafés, Theater, Varietés. Der Tonfilm löst den Stummfilm ab und große Stummfilmstars von damals, deren Stimmen nicht ausreichten, um in dem neuen Genre Fuß zu fassen, sagten suffisant: Wir brauchten keine Stimmen, wir hatten Gesichter. Es ist die Zeit von Vicky Baum, Fritzi Massari und Marlene Dietrich. Und es ist die Zeit, in der Marlene Dietrich noch davon träumt, als Shakespeare-Tragödin Karriere zu machen. Sie soll noch einige Jahre warten, bis sie 1929 auf Josef von Sternberg trifft, um in einem ganz anderen Genre zur Weltruhm zu gelangen. Der blaue Engel. Es sollte sein Film werden. In großen Lettern steht sein Name auf den Filmplakaten. Emil Jannings, schon damals Oscar-Preisträger, unfassbar. Er war von Anfang an gegen die Besetzung der Dietrich. Nannte sie eine Anfängerin, eine Amateurin, eine Boulevardschauspielerin. Er unterschätzte sie maßlos. Marlene war blond, hochintelligent und wusste genau, was sie wollte. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas Gewisses. Ist ihnen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeprägter sei erlaubt dir, doch denke immer Achtung vor dem Raubtier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas Gewisses. Wenn eine Frau dich verstrickt ins Liebesspiel, schau dir ihr erst auf seine Farbe an, weil man daraus den Charakter deuten kann. Dunklere Frauen sind ja gewöhnlich sanft wie der Mond. Schwerer durchschauen wirst du die süßen Racker in Blond. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, die haben so etwas gewiss.